Krishna, wenn du noch da bist, es wäre super, wenn du mir sagst, mich hörst, weil ich habe jetzt ein externe Mikrofon, also ein anderes Mikrofon an und vielleicht kannst du mir sagen, ob du mich hörst. Ich hoffe es. Gut, und sonst beginne ich jetzt zu streamen. Das ist jetzt ein bisschen ein Test für Notfälle. Und wenn das jetzt gut funktioniert, weiß ich, dass ich auch im Notfall ohne Mikrofon streamen kann. Ich weiß aber nicht, ob das funktioniert. Ja, Tage gibt's. Genau. Gut, ich starte jetzt einfach. Christina, ich wäre froh, wenn du mir nur Bescheid sagst. Aber so oder so, ich lege jetzt einfach los und höre ich mir dann später an, was da jetzt rauskommt mit dem Sound, ob das eine totale Katastrophe ist oder nicht. Im schlimmsten Fall werde ich das dann löschen und neu machen für euch. Ja. Heute wieder mit dem Theraband. Wir beginnen doppelt. Einfach einmal ein bisschen nach hinten öffnen und wieder vor euch zurück. Und nach hinten öffne ich mir nochmal von hier zur Hand, falls sich Christina meldet. Weil Christina ist schon einkaufen gegangen wahrscheinlich. Ah, öffne Brustbein nach oben und zurück. Noch einmal schön nach hinten. Öffne ein bisschen Zug auf das Gummiband und wieder gerade. Und noch einmal. Strecke, öffne, Brustbein anheben. Sehr gut. Und dann könnt ihr noch ein bisschen weniger Gummi nehmen. Arme nach oben, die Schulter ganz hochziehen. Ein bisschen dehnen, ein bisschen regeln. Und dann die Schulter oben behalte, einatmen und ausatmen, ziehe zur Seite. Dann in der Mitte hoch und auf die andere Seite. Und noch einmal nach oben und weit zur Seite. Und nochmal hoch und zur Seite. Sehr gut. Nur noch ein bisschen Höhe ziehe und dann die Schulter senke und dann die Arme vor zurücknehmen und lockere. Dann wieder nehmen wir ein bisschen mehr Gummiband und beginnen zu schwingen von einer Seite zur anderen. Rotiere. Genau, immer ganz wenig Spannung auf dem Gummiband behalten und Seite. Zur Seite. Wum, 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 wum. Rotiere. Wum, tak, 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 tak. Bam, bam. Sehr gut. Und dann eine achte. Genau. Noch ein bisschen ähnliche gemacht gestern mit dem Handtuch. Wum, wum. Okay, und lockere Füße, kreise ein bisschen. Sehr gut. Wir schlupfen rein. Und zwar zuerst schon in der Mitte. Ich weiß, manche von euch haben Gummi geholt, Theraband geholt. Und schön parallel darauf stehen. Und 1, 2, 3 wickle. Sehr gut. Die Schulter nach unten ziehen. Und dann einatme, ausatme auf die Seite und senke und spüre, wie die Rippen, auch wenn das wie man nach oben, aber auch nach unten, die Rippen ziehen sich nach unten. Gleichzeitig der Scheitel zieht nach oben, ihr seid ganz aufgerichtet, lang, wie mit einem Faden nach oben. Genau, wie ein Marionettenfaden.
noch einmal öffne auf die Seite, Bauchdecke zurück und senke und weit, tak und senke, noch öffne und senke und öffne, bleibe und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 noch, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und dann wieder senke und Schulterkreise. Und ich kann noch ein bisschen weg, wegrollen oder weg, so Länge machen, wollte ich sagen. Genau. Und dann, nicht loslassen, nicht ganz lang machen. Und dann versuche Arme bis nach oben, wenn ihr könnt, die Schulter unten und langsam senke. Bis zum Körper. Noch einmal über die Seite, Schulter senke bis nach oben und über die Seite langsam. Und schaue, dass der Gummiband schön flach an eurer Hand liegt, dass es nicht reinschneidet. Hoch und noch einmal senke. Die Schulter bleiben jetzt ganz unten. Lang spanne zuerst und dann hoch. Und über die Seite senke. Gut, wir nehmen das Gummiband über Kreuz. Wir nehmen mit dem rechten Arm. Wir gehen diagonal und rotieren den Körper. Stückchen, dass ihr bis nach hinten schaut. Und wieder nach vorne. Lange Arm. Diagonal. Und zurück. Das ist eine Rotation und dabei schön hier die Schulter unten lassen, bis nach hinten schaue und zurück, drei, rotieren und zurück, noch eine, rotieren und wechseln. Ich nehme direkt die linke Arm, rotieren und zurück und zwei, rotiere und zurück und drei, rotiere und zurück und vier, rotiere und zurück. Sehr gut. Und dann gehen wir in der schöne, probieren wir gerade so in eine schöne zweite Position. Zuerst beuge die Knie gerade und strecke und beuge und strecke und beuge. Ganz gerade, nicht der Oberkörper nach vorne neige, Nacken ist entspannt und strecke und dann bleibe. Nehmen wir nochmal Arme auf die Seite und federe und Arme federe. Tak, 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 tak. 5, 6, 7, 8 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und dann langsam schließe und machen wir einen rechten Arm, also rechte Seite, ein bisschen mehr in die Band. Genau, wir können hier so platzieren. Okay, halte das untere Teilchen, beuge, Arm ist Seite und wir ziehen über die Seite und gerade. Und zwei nur rechts und gerade. Und drei, bleibe schön tief und gerade. Und vier. Und gerade. Okay, und hoch, kommen wir wechseln direkt andere Seite. Schwupp. Und zweiter. Die ist schon ein bisschen, diese Gummiterraband ist sehr dünn. Rollt sehr schnell. Okay. Wieder schöne Plie, zuerst beuge die Knie. Noch einmal strecke Knie ganz auf die Seite. Und dann gehen wir über die Seite. Und weit beuge und gerade. Und zwei, Bauchdecke zurück und gerade.
und drei und gerade noch tack. Sehr gut. Und schließe die Beine, lockere ein bisschen. Wir rollen nach unten und die Arme nach oben. Atme ein und ausatme. Rolle Wirbel für Wirbel nach unten. Und auch wieder zurück. Hände zu Boden, Gummiband weglegen. Beuge bis in die Hocke. Atme ein und strecke. Nacken entspannen. Noch einmal beuge und strecke. Noch einmal beuge und strecke. Letzte Mal beuge und strecke. Gut, und dann beuge und wir sitzen direkt ab. Beine nach vorne und dehnen über die Beine. Suchte Kopf, Senke zum Knie, ein bisschen Federe. Okay. Dann greift zu eurer Hinterbank nochmal. Und wir wickeln. Und zwar, wie letzte Woche, zuerst mal nach hinten, dann einen Fuß und anderen Fuß. Ja? So sagen, jetzt kann ich die Füße so, wenn ich dieses gleich, wenn ihr diese weichere Trabant habt. Besser wäre, wenn es gleich ist, rechts und links. Eins und zwei. Genau, achtet darauf, dass es nicht im Fuß hineinschneidet, dass es schön flach ist. Jetzt kann ich so ein bisschen öffnen, ein bisschen Spannung aufbauen. Gut. Mache ich mein Telefon weg. In die Bünder, wie das jetzt mit dem Mikrofon ist, das werde ich nachher Lektion kontrollieren. Gut, zuerst nur hier die Ellenbogen am Körper und versuche Becken kippe und nach vorne. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Becken schön kippe, aufrichte und wir rollen ab, Wirbel für Wirbel, rund, Ellenbogen am Körper behalten. Lang strecke, atme ein und ausatme, Kopf lüpfe, zu Fuß schauen und langsam hochziehe, schön rund, aufrichte, wieder Becken kippe, zwei Birken, sogar die Arme ganz strecke, wenn es Gummiband erlaubt, und eure Arme voran. Sechs, sieben, acht, aufrichte, Bauchdecke zurück und runterrollen. Gut. Strecke lang, einatme und aus. Wieder Kopf lüpfen, zu Fuß schauen, hochziehen. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, aufrichten und abrollen. Wirbel für Wirbel. Gut, lang strecke, einatmen und noch einmal nach oben. Verziehe langsam. Und noch eins, noch ein lang. Bauch weg von dem Schenkel, 4, 5, 6, 7, 8 und nochmal aufrichten und abrollen, langsam, Bauch wieder zurück. Wir gehen noch ein letztes Mal nach oben, einatmen und aus, Kopf lüpfen, hochziehen. Okay, aufrichte, wir greifen das Gummiband über Kreuz. Gut. Und dann Rücken versuche ganz gerade, einatmen und ausatmen, nehmen wir die Hände wie beim Rudermaschine. Ellenbogen zieht zurück und wir rotieren nach hinten und gerade. Ich zeige euch von vorne.
Und dann andere Seite, rotiere und gerade. Und rechte Ellbogen und gerade. Die Füße haben Spannung, links und gerade. Noch rechts und gerade. Noch links und gerade. Und rechts und gerade. Und rotiere. Sehr gut. Jetzt ein bisschen mehr in die Wand nehmen, irgendwie die Arme so, irgendwie ein Dach. Achtung, einatmen und ausatmen. Versuche ganz strecke, so wie im Stand, wie gemacht haben, nach hinten und bleiben wir. Eins, zwei, in der Rotation. Vier, fünf, sechs, sieben, acht. Langsam zurück in den Dach. Andere Seite. Hoch. Um. Eins, zwei, drei. Schön rotiere. Fünf, sechs, sieben, acht. Wieder zurück in einem Dach. Noch einmal rechts um. Eins. Rotiere. Versuch aus der Taille, aber nicht die Füße verschiebe. Sechs, sieben, acht. Und wieder zurück in einem Dach. Verschiebe die Ferse nicht. Ja? Versuch. Ferse bleibt eine Linie. Und nochmal links, rotiere und dann nach oben mit dem Arm diagonal. Bam, bam. Außerteil rotiere. Sieben, acht. Und gerade. Und dann nach vorne. Bleibe tief. Einatmen. Und ausatmen. Noch Millimeter mehr. Noch einmal tief einatmen. Und aus. Noch eine tief ein. Und aus. Und dann langsam hochrollen. Gut. Und die Schulterkreise. Wieder im Profil. Gehen die jetzt ganz normal, also nicht über Kreuz, sondern rechts, links nehmen. Und beuge die Knie aufrichten. Einmal nur den unteren Rücken rund machen. Den die Knie halten. Wieder aufrichten, ganz Rücken aufrichten, Bauchdecke zurück, rund werden und nach oben ziehen und nochmal rund und oben. Gut, und dann abrollen, Wirbel für Wirbel und dann die Beine heben nach oben 90 Grad. Diese Gummiband nehmen, sodass das eben Hände parallel zu Boden auf den schönen Wippen könnt. Und ich beginne nun das. Die Beine sind 90 Grad und die Arme machen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, noch 1, 2, ganz am Körper ein. Okay, jetzt einatmen aus, Oberkörper hoch und machen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Abrolle, wieder, bam, bam, Beine strecken, Beine beugen, hochkommen und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, abrolle, Beine strecken vor, beugen und hochkommen, dritte Mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, abrolle, Beine strecken, beuge, letzte Mal, hoch und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und wieder zurückrollen, Beine strecken, beuge und dann die Knie zu euch und kreise. Eine Richtung und andere Richtung. Okay. Gut, wir kommen nochmal nach oben, rollen. Die Arme gewickelt, einatme aus, ziehe euch hoch, Bauchdecke zurück. Ja, okay, strecke die Beine, vielleicht Arme auf die Seite öffne und dann wieder beuge Ellbogen am Körper und versuche wirklich kontrolliert, Wirbel für Wirbel, nicht runter blunzen.
Ja. Und dann Arme zu Boden. Einatmen. Aus. Kopflüpfe hochziehen. Ohne Schwung. Brustbeinheben, Beine strecken, Arme, wenn ihr könnt, Seite öffnen und dann wieder beugen. Langsam, kontrolliert. Zurückrollen. Arme zum Boden. Einatmen, ausziehen. Natürlich mit dem weichen Gummiband einiges schwieriger, auch mit ganz festen. Öffne Brustbein, hebe und dann noch einmal langsam mit Hände gestützt. Nochmal Hände zu Boden, letztes Mal und rufe ziehe. Hoch, 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 hoch. Beine strecken, Arme Seite. Okay, und letztes Mal abrollen. Langsam. Sehr gut. Dann Knie zu euch und wir nehmen das linke Bein heraus, bleiben mit dem rechten Bein im Gummiband. Linke Fuß aufstellen und dann das Knie beugen und strecken. Und noch einmal beugen und strecken und beugen und strecken. Dann das linke Bein lang strecken. Ihr könnt die Arme öffnen auf die Seite und jetzt ein bisschen in den Band nach vorne drücken und dann das Bein kommen lassen. Nochmal ein bisschen die weg von euch ziehen und zu euch kommen lassen. Dritte Mal weg von euch und zu euch. Letzte Mal. Zu euch, dann öffnen wir das Bein auf die Seite und ihr könnt mit der linken Hand dagegen ziehen und auch hier Stück die Knie beugen und dann Knie strecken. Noch einmal beugen und dann strecken. Noch einmal beugen, die linke Hüfte ist komplett im Boden. Und strecke und dann in der Mitte zurück und ein bisschen im Kreuz nach innen und wieder zurück in der Mitte. Wir gehen jetzt in Left Circles, also in den Kreise. Ihr könnt dafür die Arme auf dem Boden ausbreiten, wenn ihr lang genug Theraband habt, oder auch auf dem Bauch legen. Probiere heute mit langen Armen. Zu euch ziehe ein, atme und dann kreise über die Seite und vor. Zu dir ein und aus, über die Seite und vor. Und mache nur so einen großen Kreis, wie ihr die Hüfte stillhalten könnt. Bitte mal. Jetzt andersrum, ein, atme zu euch, dann nach vorne, über die Seite. Und Mitte. Und vor. Seite. Und Mitte. Und vor. Seite. Mitte. Gut. Und dann beuge noch einmal zu euch, ziehe das Knie und strecke. Kopf hüpfe. Und wir ziehen uns hoch. Schön wieder Wirbel für Wirbel. Nicht mit Schwung und stelle das linke Fuß auf, also linke Bein auf und dann einatme, ausatme, half roll back. Untere Rücken kommt gerade zu Boden, nicht falle und dann ziehen wir uns wieder nach oben. Oben könnt ihr auch Arme wieder strecken und dann Ellenbogen am Körper zurück. Nur der untere Rücken. Ziehe, 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 ziehe. Brustbein hebe, strecke euch und wieder zum Boden zurück. Und noch einmal hochziehe, öffne und dann letzte Mal zum Boden aufrollen. Ja. Und dann noch einmal strecke
Beine Kniestrecke, Arme bis nach hinten und wie ein Spagat in der Rückposition, wie sagt man, Rückenlage. Genau. Sehr gut. Loslassen, wechseln wir auf die andere Seite. Und zuerst dehnen, Knie zu euch ziehen und strecken. Noch einmal beugen und strecken. Dritte Beuge und strecke und beuge. Rechte Bein auch lang strecke, Arme vielleicht auf die Seite und strecke und ziehe weg von euch in den Theraband hinein und dann kommen lassen. Zweite Mal weg von euch und kommen lassen. Weg von euch und kommen lassen. Und noch weg von euch und kommen lassen. Sehr gut. Left Circles. Und wir kommen zu euch zuerst über die Seite. Und vor. Und zu euch. Und Seite. Und vor. Dritte Mal zu euch nach dem Islam, über die Seite und vor und dann andersrum nach vorne gerade, über die Seite und nochmal vor, über die Seite und dritte Mal über die Seite. Jetzt habe ich mich erinnert, habe das vergessen. Wir öffnen jetzt nur Seite. Genau. Und jetzt könnt ihr das Knie wieder ein bisschen beugen. Und strecke die rechte Hüfte im Boden lassen. Beuge. Und strecke. Noch einmal beuge. Und strecke. Und in der Mitte zurück. Und dann ein bisschen nach innen. Auch die Außenoberschenkel, also die ganze Beinmuskulatur seitlich, also Außenseite dehne. In der Hüfte hier zieht es vielleicht oder hier, je nachdem. Okay, und wieder in der Mitte dann kommen wir in Climbing a Tree, nach oben ziehen langsam. Tak, 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 tak. Aufrichten, rechte Beine aufstellen, Arme, Seite öffnen und dann wieder zurück, Ellenbogen zum Körper hin. Nur bis unteren Rücken und dann wieder hoch, ziehe, 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 aufrichten und noch einmal abrollen und hochziehe. Öffne Brust beim Heben und noch einmal zurück. Rufe ziehe, aufrichten und dann noch einmal bis nach unten. Langsam rechte Bein ausstrecken, links zu euch, Arme über Kopf und Spagat genießen, den Nacken ist entspannt. Gut, und dann loslassen, herauswickeln. Stelle die Füße zusammen, Knie auf die Seite und ein bisschen loslassen in der Hüfte. Sehr gut. Okay, dann möchte ich noch etwas probieren. Wir wickeln noch einmal beide Füße hinein, wieder ein und andere. Ja, das ist nicht so gelungen. Das Gummiband ist sehr, sehr viel länger, als ich früher immer hatte. Jetzt muss ich ein bisschen schauen. Genau. Wir versuchen, beide Enden gleich zu haben. 1, 2 ungefähr, genau. Und dann beuge die Knie und bringe die Knie und Füße ganz zusammen. Und ihr könnt die Arme auf dem Boden platzieren, Schulterhöhe. Einatmen. Jetzt kippe beide Knie Seite, Schultern bleiben ganz im Boden, einatmen und ausatmen, schön wieder zurück.
Und dann ausatmen auf die andere Seite. Diese Hand gibt wie ein bisschen Gegenspannung und zurück. Becken neutral behalten. Nochmal, wir kippen zu links. Tack. Und wieder zurück und zu rechts. Tack. Wieder zurück. Wir versuchen mit Beinen strecken und kippen. Tack. Beine strecken in die Diagonale. Und dann beuge wieder beide Schultern im Boden und zurück in der Mitte. Andere Seite, kippe, tack, Beine strecke und wieder beuge und zurück in der Mitte. Noch einmal, Seite und strecke und beuge in der Mitte. Noch einmal, Seite und strecke, beuge und dann in der Mitte und loslassen. Gut, Arme ein bisschen auch so überkreuzen, lockere im Schulter, im Knie, in der Hüfte, im unteren, die Beine im Kreise, eine und auch in die andere Richtung. Sehr gut, dann strecke nochmal beide Beine. Genau. Dann versuchen wir einatmen, ausatmen, nur gestreckte Beine nach vorne. Oberkörper ist im Boden. Und dann wieder lüpfen. Zum Becken neutral halten. Senke. Ausatmen. Und dann zurück. Und nochmal. Senke, Bauchdecke zurück, stabilisieren. Und zurück. Noch eine, senke und hoch. Okay, Achtung, einatmen, ausatmen, wir nehmen den Oberkörper Stückchen nach oben und gehen mit Einatmen nach unten. Wir schauen zu den Füßen und ausatmen, noch ein bisschen erhöhen. Und senke, einatmen, aus, erhöhen. Bauchdecke zurück und noch senke und zurück. Letztes Mal und senke und zurück und dann den Kopf wieder ab. Nicht ganz ab, sondern ablegen und lockere die Handgelenke ein bisschen kreise. Super. Okay, ziehe euch nochmal hoch. Ein bisschen sitzen, Beine strecken, Arme öffnen, ein bisschen federn, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und absitzen die Füße zusammen und nach vorne, Nacken entspannen, Schulter ein bisschen lockern, hochkommen, okay. Wir kommen in den Schneidersitz. Ihr könnt auch wieder gerne auf das Gummiband sitzen. Kommen zuerst der rechte Fuß vorne. Aufrichten. Rücken gerade. Zuerst nur den Kopf rechts und links. Ein bisschen spüren. Keine Verspannung im Nacken. Gut, und dann gerade, wir nehmen wieder das Gummiband ein bisschen Seite. Und denken immer den Scheitel Richtung Decke und Arme in einem V. Achtung, nicht die Schulter hoch, Schulter sind unten. Und senke, versucht das Gummiband gespannt lassen. Nochmal hoch und senke. Und drei. Und senke, ganz gerade Rücken, tack. Und bleibe,
Wir rotieren eine Seite und Mitte, andere Seite und Mitte und nochmal rotieren und Mitte und rotieren und Mitte. Und jetzt nehme ich ein bisschen mehr. Wir werden versuchen, über die Seite ziehe und gerade und andere ziehe und gerade noch einmal eine Seite lang und gerade und andere tack gerade und dann Arme senken, Schulter kreisen und über die Beine nach vorne legen, zwei Fäustlinge, Nacken entspannen, tief ein und aus, gut, und hoch kommen, Schulter kreisen, die Beine öffnen, in die Gretschi, nochmal nur die Arme nach oben, ohne Gummiband, wie leicht. Sehr gut, noch einmal über die Seite hoch und öffne über die Seite und dann geh nach vorne, ein bisschen so weit ihr könnt. Gut, und dann wieder hoch und wir nehmen direkt das andere Bein und den anderen Fuß vorne. Und wenn ihr möchtet, greife nochmal zu eurem Theraband. Wenn ihr Schulterschmerzen habt, macht ihr ohne Theraband die gleiche Bewegung. Aber es ist eigentlich super nach oben. Vor allem nachher ohne Theraband ist wie fliegen. Und zwei, komme hoch und wieder zurück. Nochmal hoch, tack und zurück. Bam. Und noch einmal hoch, tack und zurück. Sehr gut. Und wir rotieren noch einmal Seite, bam und gerade und Seite und gerade. Noch einmal Seite, Rücken gerade, Nacken nicht entspannt. Nochmal rotieren. Und gerade und dann über die Seite, ein bisschen mehr Gummiband nehmen, ziehe, Blick bleibt vorne, nicht abdrehen. Und ihr spürt, das Gummiband kommt auf eure Seite, flippt nicht nach vorne oder hinten, bleibt schön auf der Seite, da wo die Rippen sind, wenn ihr über die Seite beugt. Dann seht ihr, spürt ihr, dass ihr ganz richtig ausgerichtet seid, dass ihr nicht wegdreht. Wenn ihr wegdreht, spickt dann das Theraband irgendwo hin, wo es nicht soll. Sehr gut. Aufrichten. Und noch einmal die Arme auf, Schulter senken. 5, 6, 7, 8. Arme senken und dann los. Lass ein bisschen kreisen und dann nach vorne. Zwei Fäuste oder den Kopf ganz nach unten vielleicht. Und dann bleibe tief ein und aus. Noch einmal tief ein und aus. Und dann langsam hochkommen. Mal kreise die Schulter, die Knie nach vorne. Lockere ein bisschen. Füße kreisen nach außen und nach innen. Sehr gut. Arme ohne Theraband vor und weit über die Beine. Versuche ganz heranziehen, so tief ihr könnt. Sehr gut. Und dann öffne noch einmal in die Gretschi. Das ist nie genug. Okay, Arme nochmal über die Seite hoch. Und öffne weit. Denke den Scheitel wie mit Schnürli nach oben. Und noch einmal. Und vielleicht Fuß flex, die Ferse wie herausstoßen, wegziehe aus dem Körper. Und dann Fuß wieder strecken. Und noch einmal öffnen, hochziehen und dann noch einmal nach vorne, weit. Genau.
wie eine Palatschinke. Okay, wir schließen die Beine locker und kommen auf alle vier. Ihr könnt eure Theraband schon vorbereiten für nachher. Bauchlage schon ungefähr Mitte auf eure Matte. Aber zuerst gehen wir in Vierfüßlerstand, Hände unter der Schulter, Knie unter der Hüfte und dann ganz runter rücken, Katzenbuckel. Und nach oben schauen. Und noch einmal ganz rund. Und nach oben. Und noch einmal rund. Und nur gerade eine Hand nach vorne, also beide Hände stücken nach vorne, hinter den Fuß aufstellen, gehen in der Liegestütze. Die Atmen ein, beuge und ausatmen zurück und ziehe bis zu Ferse, lange Rücken. Zweite Mal, beuge die Ellenbogen. Hochkommen und zurückziehen. Dritte Mal. Und zurückziehen. Und vierte Mal. Und zurückziehen. Letztes Mal. Hochdrücken. Zurückziehen. Sehr gut. Und dann einmal in dem Brett. Popo eine Linie. Und wir kommen auf den Ellbogen und halten nur da. In einem schönen Plan, nicht so hoch, das Becken. Eins, Nacken ist entspannt. Nicht verspanne den Nacken, auch nicht den Kopf nach unten hänge. Nacken ist schön lang. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Acht und dann langsam senke. Hände unter die Stirn. Und ein bisschen Becken rechts, links. Lockere. Okay, und dann greife wieder seitlich zu eurer Theraband. Schau, dass ihr ganz gerade auf der Matte liegt. Und dann wir kommen ohne Beine. Die Füße sind und Beine sind entspannt im Boden. Einatme. Auskomme hoch mit eurem Oberkörper. Und nehme die Arme, versuch über die Seite vor und nur zur Seite zurück. Und vor und zurück. Beine versuch entspannt liegen lassen. Dritte Mal. Zurück, Schulterblätter senken. Auch jetzt nicht die Schulter nach oben ziehen. Noch eine. Okay. Und langsam ablege, Ellenbogen 90 Grad beuge und Kopf auf ein Ohr ablege. Los. Super. Tief ein und aus. Und dann den Kopf auf die andere Seite drehe. Und wieder tief ein und aus. Okay, die Hände neben der Brust und wir kommen einmal in eine schöne Cobra oder abgeschauende Hund bis nach oben, wenn ihr könnt. Und eine kleine Beuge. Achtung, dass ihr nicht so in den Schultern hängt, sondern die Schulter weg vom Ohren und dann langsam wieder Ellenbogen am Körper zurück. Noch einmal nach Island. Ziehe den Bauch nach innen weg von Matte. Und wieder zum Boden zurück. Und noch einmal hochkommen. Hochziehen. Und zurück. Und noch eine. Hochziehen. Und zurück. Achtung, jetzt nehmen wir nochmal das Theraband, wie gerade eben. Nehmen die Beine noch dazu. Einatme, ausatme, Beine, Schulter, Lüpfe, Arme, Strecke, Seite mit dem Theraband. Und dann ziehe die Arme vor und Seite. Muss man ein bisschen mehr schaffen im Rücken. Und Seite. Dritte Mal, vor und Seite.
und bleibe und schwimme mit dem gespannten Hinterband, den Überkreuz. Pa, 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 pa. Genau, schön überkreuzt. Die Schulterblätter senken zu Hosentasche, Knie sind gestreckt. Noch 8, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Und loslassen. Gut, ein bisschen lockerer. Noch wieder Kopf von Seite zu Seite immer wechseln. Okay. Und noch einmal Hände neben der Brust. Und in Beuge hochkommen. Der Nacken bleibt entspannt. Ne? Und auch wieder die Schultern weg von Ohren. Dann kommen auf die Knie und ganz rund den Rücken. Immer schön in die Gegenrichtung mit der Beugebiegung. Und nach oben schauen. Noch einmal ganz rund. Und kurz absitzen im Becken. Kopf zu Boden bringen, Arme zurück. Und tief ein- und aus. Loslassen. Kurz pausieren. Sehr gut. Kommen hoch. Die Schulter kreisen. Okay, wir kommen nochmal in den Hund. Fuß aufstellen. Ein bisschen dehnen. Durchdehnen. Sitzhocke herausziehen. Dann beide Ferse ein Stück weit anheben, beide Ferse zu Boden, beide Ferse hoch, beide Ferse Boden. Noch einmal. Und dann laufe nach vorne, über das Verband. Gut beugen. Wirbel für Wirbel hoch, rollen. Einmal die Schulter kreisen. Gut, ohne Theraband. Arme über die Seite. Schön nach oben. Und langsam senken in Plié. Noch einmal nach oben. Und wieder senken. Gut, wir rollen noch einmal nach unten. Wirbel für Wirbel, Beuge, greife jetzt die Ferse, versuch ganz heranziehen, wie ein Sandwich. Wow, Gewicht ein bisschen über den vorderen Teil vom Fuß. Noch einmal Beuge und Strecke und nochmal Beuge und Strecke. Okay. Dann greife nochmal den Theraband. Super, komme hoch. Wir machen noch eine Balanceübung. Vielleicht, wenn ihr dieses lange Theraband habt, nehmt ihr doppelt. Oder eigentlich, wenn wir so machen, das ist vielleicht besser, ist ein bisschen sicherer. Wir wickeln wie auf dem Boden liegend einmal drumherum, dass es wirklich gut fest ist drinnen. Und wir können ja ein bisschen die Hände und die Hände. Okay, und zuerst nur das Knie nach oben und senke. Und nach oben, das kommt fast von alleine. Und senke. Dritte Mal. Und senke. Und vier. Und gerade die Scheitel Richtung Decke. Bleibe oben, das ist fünf. Und versuch zu nach vorne strecken und wieder zum Knie beugen, Arme Seite lassen, strecken, beugen, lange Rücken, dritte Mal, Gesicht entspannen, vier, beugen, noch eine, bleibe und ihr könnt versuchen, Seite öffnen und wieder zurück. Und zum Fuß, also zum Bein und abstellen, locker ein bisschen Standbein, herauswickeln, zuerst Plié, beide Knie über die Fußspitze,
Und strecke jetzt ist wieder rechter, linker Fuß ganz unterschiedlich, oder? Eine ist wie Stein. Kreise die Schulter gut, wickeln um den linken Fuß. Schön von unten und drüber. Gut. Schau, dass die Gummibänder mir jetzt nicht gelungen. Eine ist viel zu lang, egal. Braucht nicht so viel. Okay, und wir heben wieder. Knie nach oben. Und senke. Und hoch. Und senke. Drei. Senke. Und vier. Senke. Jetzt noch ein nach oben. Und Bein. Strecke. Und beuge. Rücken gerade. Strecke. Beuge. Zack. Und beuge noch eine. Strecke bleibe und versuch einmal auf die Seite, öffne der rechte Ellenbogen, hilft ein bisschen Seite und wieder zurück zum Knie zurück und abstelle und herauswickle, wieder beuge, strecke, kreise, noch einmal. Bam, und wir rollen noch einmal, Wirbel für Wirbel nach unten, der Band weglegen, beuge ganz bis in die Hocke, macht euch rund, wie ein Ei, versucht vielleicht die Ferse auf den Boden bringen. Gut, ich möchte nochmal in die Knie. Standposition, einmal in die Rücken gehen. Wir haben relativ viel für Rücken in der Bauchposition gemacht. Wir können hinten Fuß aufstellen. Kreise noch einmal schön die Schulter. Und dann in der linke Arm. Rechts kann nach vorne. Versucht nur die eine Ferse. Tack. Und wieder zurück. Und dann der rechte. Rotiere Schulter und Ferse. Und zurück. Nochmal links. Bam. Und tack. Und bumm. Und zurück. Noch eine. Bam. Und tack. Und jetzt versuchen wir eine nach dem anderen. Beide. Bam. Und links. Tack. Und rechts. Und jetzt versuchen wir ein bisschen mehr die Hüfte hier nach vorne schieben. Brustbein ganz öffnen. Super. Und dann wieder ein Arm zurück, andere Arm zurück und in Bettli. Kopf zum Boden. Okay, wieder mal noch einmal. Komm hoch, rolle, Schulter kreise, Fuß hinten aufstellen. Noch einmal eine und zurück und links. Und zurück, nochmal rechts, und zurück, und links, und zurück. Und dann noch einmal zuerst das eine, und dann das andere. Öffne den Brustbein nach oben, die Leiste hier auch verlängere. Okay, und dann ein Arm zurück, andere. Und dann nochmal im Becken. Kopf zum Boden. Tief ein und aus. Sehr gut. Langsam. Hochrollen die Schulterkreise. Kommen noch einmal in die Hocke. Ferse nochmal versucht zu Boden. Schön runde Rücken werden. Wie ein Ei. Und dann strecke. Nacken entspannen. Greife noch einmal die Ferse. Noch einmal heranziehen. Ganz umarmen. Und dann beuge. Wirbel für Wirbel. Nach oben. Die Schulter kreisen. Sehr gut. Und dann noch ein. Eine halbe Spitze. Und nach oben.
Gesicht entspannen. Langsam senken. Stelle die Füße dann zusammen. Nimm die Hände vor der Brustbein. Die Hände flach zusammen und die Hände rühren zwischen der Brust, auf der Brustbein, Ellenbogen, Seite schön weit, der Scheitel nach oben Richtung Decke und ihr könnt für kurz die Augen schließen und spüre, dass ihr wie so ein Strohhalm in Windstille seid, nicht ein Gewitter. Genau, spüre, wie die Stabilität ist, wie viel Bewegung, wie viel Zittere oder wie viel hin und her schwenken ihr müsst. Versucht euch konzentriere, ganz beruhige diese Schwankbewegung ein bisschen immer weniger werden lassen. Spüre nur die Innenlinie von Ferse, große Zehe, Innenkante von Fuß zu Fuß, Gelenk und die Innenseite von Beinen bis Schambein, Bauchnabel, Brustbein, der Hals entlang zu Kinn, zu Lippen, zu Nase, zwischen den Augen bis zu Scheitel. Diese Faden Richtung Decke, lasst euch ein bisschen nach oben Richtung Decke ziehen. Und dann denke die Rückseite vom Körper, die Wirbelsäule entlang bis zum Kreuzbein, Steißbein, dann die innere Rückseite von Beinen bis zum Ferse. Und dann gehen wir die Außenkante von Fuß bis zum kleinen Zehe und bis zu dem großen Zehe wieder. Ja, dann die Augen langsam öffnen, die Arme senken, noch einmal ein bisschen lockern. Ja, und das war's. Ich bin gespannt, wie die Aufnahme geworden ist. Ich weiß es nicht. Und sonst, wenn es ganz schlecht vom Sound ist, dann werde ich noch einmal probieren und sende ich euch einen neuen Link. Ja, es ist ganz komisch, ohne Mikrofon zu trainieren. Aber so ist es heute. Ja, es ist jedes Mal ein bisschen was. Ich hoffe, ihr konntet das trotzdem genießen und wir sehen uns ganz bald. Also, pass auf euch auf, bleibt gesund und bis dann. Ciao.